Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu den Noob Reviews in Tekken 7. Nachdem es im letzten Part, Spoiler, ja nach langer Zeit mal wieder einen Charakter in die Top 5 geschafft hat, wobei gar nicht nach so langer Zeit, Shaheen war eine Weile Platz 5, egal, sind wir heute wieder bei wem, bei dem ich ehrlich gesagt bezweifle, dass er so weit hochkommt. Aber ich will es ja noch nicht... ich will es ja noch nicht kaputt reden hier, vielleicht... wird Anna ja doch ganz weit hochkommen. Oh, das wollte ich nicht drücken. So, gucken wir mal, was hat sie eigentlich so für Outfits? Ich habe mich mit ihr wenig beschäftigt. Okay, das Outfit von hier. Aha. Oh, cool, ihr ganz altes Outfit sogar. Nice. Ja. Da würde ich aber offen gestanden fast schon mit dem Standard-Outfit gehen. Komm, wir nehmen mal das alte, um ein bisschen alte Feelings hier zu bekommen. Und weil wir bei ihrer Schwester Nina dasselbe gemacht haben. Na? Okay, mal gucken. Ich bin ein bisschen gespannt, weil wir haben schon ein paar Mal gegen sie gekämpft, aber beim gegen sie kämpfen bekommt man jetzt nicht so das Feeling dafür, wie sie sich so spielt. Logischerweise. mal gucken. Ist übrigens Jubiläumspart wieder, ne? Part 40, das heißt vielleicht, ne? Part 20... letzter Platz, Part 30, vorletzter Platz. Daher mal gucken. Okay. Naja, okay, das fühlt sich schon mal ein bisschen ähnlich an wie Nina. Aha, ja gut. Oh, falsche Taste. Scheiße, ich wollte einen Wurf machen und ich habe aus Versehen die Rage-Art-Taste gedrückt. Nee, habe ich nicht. Ich habe sogar nicht mal die Rage-Art-Taste gedrückt. Ich habe was anderes gedrückt, was keinen Sinn ergibt. Oh, der Angriff gefällt mir. Aber war sie jetzt... Ich habe jetzt leider schon wieder fast vergessen, weil es doch schon eine Weile her ist, wie sich so Nina gespielt hat. Also ich habe noch so ungefähr ein Gefühl dafür, aber ich weiß jetzt die Moves nicht mehr auswendig. Also kann ich jetzt gerade nicht sagen, ist Anna jetzt mehr so ein Reskin mit ein paar Abänderungen, so wie bei Kuma und Panda? Oder ist sie doch anders? Müssen wir mal gucken. Da bin ich auch bei Armor King gespannt, ob Armor King sich genauso steuert wie King oder sehr ähnlich oder ob es doch mehr Änderungen gibt, weil das weiß ich auch nicht mehr so ganz, wie das ist. Okay. Manche Spazio, ich habe keine Ahnung, was du sagst. Ich kann kein Italienisch, aber so. Machen wir erstmal die... Oh, scheiße. Machen wir erstmal die. Okay, so gibt's nicht. Moment. Okay. Ja, ich will mal die starken Seitwärtsattacken hier sehen. Ja, fuck off. Oh, was war denn das gerade? Was habe ich denn gerade gemacht? Was? Warte mal, ich will's gerade probieren. Mann, du kannst mich nicht beim Experimentieren abdingsen hier. Abfacken. Ist das, oh, tschüss. Was ein cooler Move. Das ist ja... Ja, also ich glaube, sie war damals schon immer ein bisschen übertrieben. So die Übertriebene der Schwestern. Aber ich finde es sympathisch. Ich finde es cool. In VR-Kämpfen unterscheiden. Was? Die Steuerung in VR-Kämpfen? Ja, okay. Ich habe immer noch kein VR-Set, leider. Leider, Gotis, leider, habe ich noch kein VR-Set. Ich würde es aber echt gerne mal ausprobieren. Tekken 7 mit VR zu spielen. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Okay. Ich bin ready. Ach. Kann ich mir schon wieder den Kiefer verdreht? Okay. Das alte Outfit sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus auf der neuen Grafik. Also gerade so der Übergang von ihren... der Übergang von ihren Haaren zu ihrem Gesicht ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich mache jetzt nochmal diesen coolen Tritt hier. Hey, wenn sie mich das machen lässt... Hä? Moment. Da, den. Naja, ich habe nicht getroffen. Okay, also sie macht auf jeden Fall viele so... Sie hüpft viel rum. Aber, aber sie hat auf jeden Fall coole Moves. So, die sehen irgendwie alle so cool aus, aber sind irgendwie noch nicht so
nützlich gefühlt. Weil sie das, also, oder es liegt einfach nur daran, dass Chloe jetzt halt einfach alles abgewehrt hat. Wenn man die Gegner mal steuern könnte, oder die Dingsen hier umstellen könnte auf nicht abwehren, so wie im Trainingsmodus, vielleicht sähen die Kombos dann schon anders aus und ganz cool. Aber sie hat ja gerade gefühlt den halben Kampf nur verteidigt. Lucky Chloe. Wohl eher Defending Chloe. Oder Lucky Defense. Das passt auch ganz gut. Okay, und jetzt streut sich, glaube ich, der Korn vom Weizen oder so. Weil erstmal werden wir werfen, wie sich das gehört. Und dann, ja, und da müssen wir nämlich gucken, weil jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen problematisch. Ja, ich merke schon. Es wird ein bisschen Hör doch mal auf! Der cancelt alles! Hör auf damit, wirklich. Herchi, lass es einfach bleiben. Du wirst wahrscheinlich auch gewinnen, aber du kannst nicht gewinnen. Ach komm her, ich mach dich fertig. Das war jetzt nicht so cool. Irgendwie habe ich mir das cooler vorgestellt. Ich meine, ihr Kampfstil ist sau cool. So, und ihre Abschlusssequenzen, Gewinnsequenzen und sowas auch. Und ihre Rage-Anfang so völlig überzogen. So rein charakterlich, Bonuspunkte. Rein gameplay-technisch, spielerisch, habe ich mich da jetzt nicht so wohl gefühlt mit ihr, offen gesagt. Weil sie gerade gegen solche Leute wie Heihachi lässt sie einfach viel zu viel Luft. Und die einzigen Angriffe, die dann schnell sind und in das Tempo von Heihachi passen, die haben halt eine viel zu geringe Reichweite. Und daher lässt sie sich dann einfach beispielsweise von Heihachi einfach zu leicht canceln und locken. Ich entscheide mich dafür daher, dass sie auf den aktuellen 31. Platz über Paul unter Dragunov kommt. Ich habe mir gerade alles darüber mal so angeguckt und es würde mir schwer fallen, sie über irgendwen davon zu setzen. Aber es würde mir auch sehr, sehr schwer fallen, sie unter Paul zu setzen. So dem Gefühl nach. Es wird jetzt immer schwieriger zu erklären, warum genau diese Position, also warum jetzt nicht über Dragunov und warum nicht unter Leo oder so. Es wird immer schwieriger. Es ist jetzt mehr so eine Gefühlssache und wenn ich mir so die Parts, die ja für mich wesentlich näher zusammenliegen, als sie dann hochgeladen werden bei euch, so nochmal vor Augen gehen lasse und da ist es dann mehr so eine Gefühlssache, nee, mehr als Paul definitiv nicht, weniger als Paul, aber mehr als Dragunov hatte so einen coolen, interessanten Kampfstil, würde mir schwer fallen und nee, das müssen wir considern, das bleibt so. Ich finde die Platzierung ganz gut, die ist ja auch nicht katastrophal schlecht, klar, sie ist jetzt aktuell in der dritten Spalte und wer weiß, so viele Charaktere kommen nicht mehr, aber vielleicht wird sie noch auf die vierte gedrängt. Ne, Moment, das geht gar nicht, oder? Auf der vierten sind ja nur vier Leute. Kuma, Panda, Eddie, Steve. Das wird, glaube ich, schwer, dass sie noch auf Seite 4 gedrängt wird. Ist eigentlich unmöglich. Anders wird es dann vielleicht, wenn wirklich noch ein Season Pass 4 kommt. Aber ich denke, das ist ganz gut. Ich meine, es ist nicht kacke. Platz 31 ist nicht kacke. Und kacke sind generell eigentlich nur die letzten beiden Plätze. Liebe Leute, bis zum nächsten Part und auf Wiedersehen.